Hallo allerseits. In diesem Tutorial geht es um Befehle bezüglich Funktionen. Möchten wir zum Beispiel diese Funktion reduzieren auf das Intervall minus 1, 3, so wählen wir den Befehl Funktion, den wir schon kennen aus dem Tutorial 007. In der Eingabezeile geben wir ein Funktion. GeoGebra erkennt den Befehl sehr schnell. Wir wählen hier diese Möglichkeit aus. Die Funktion heißt F. Wir geben F ein. Jetzt Tabulator-Taste, Tab. Startwert ist minus 1, Tab. Endwert ist 3 und Enter. Da ist er, der Graph dieser angefragten reduzierten Funktion. Möchten wir nur den Graph sehen, dann blenden wir einfach die Funktion F aus. Jetzt blenden wir auch diese reduzierte Funktion aus und kommen zur bedingten Funktion. Das funktioniert wie folgt. In der Eingabezeile geben wir ein, zum Beispiel h von x, so heißt dann die Funktion, gleich. Die Bedingung geben wir ein durch den Befehl wenn, Befehl, den GeoGebra sofort erkennt. Wir wählen hier die zweite Möglichkeit und geben als Bedingung zum Beispiel ein, x streng kleiner als 1. Also wenn x streng kleiner ist als 1, Tab, dann soll GeoGebra zum Beispiel x² anzeigen, Tab sonst zum Beispiel die Quadratwurzel von x, also sqrt von x und Enter. Hier erkennen wir sie schön, diese bedingte Funktion. Wenn x streng kleiner ist als 1, dann soll GeoGebra die Parabel x² anzeigen. Ansonsten soll GeoGebra die Quadratwurzel aus x anzeigen. Diese bedingte Funktion ist im Algebra-Fenster schön beschrieben, so wie eingegeben. Blenden wir auch diese aus und kommen jetzt zum Befehl Ableitung. Dazu geben wir in der Eingabe ein, Ableitung, und wählen hier die dritte Möglichkeit. GeoGebra soll diese Funktion f ableiten, also geben wir f ein. Jetzt Tab, suchen wir die erste Ableitung, dann geben wir hier als Grad der Ableitung 1 ein. Suchen wir die zweite Ableitung, dann geben wir hier 2 ein. Man kann den Grad der Ableitung aber auch verknüpfen mit einem Schieberegler und dazu gibt man einfach den Namen des Schiebereglers hier ein. Also N, Enter. Da ist sie, die erste Ableitung von dieser Funktion f. Und hier ist sofort ihr Graph. Wenn wir jetzt den Schieberegler auf 2 setzen, dann steht hier die zweite Ableitung von f, deren Graph hier angegeben wird. Das geht auch für die dritte und so weiter. Ich stelle das wieder auf 1, blende die Ableitung aus und jetzt kommen wir zum Befehl Integral. Suchen wir zum Beispiel das Integral dieser Funktion von minus 1 bis 3, dann geben wir hier in der Eingabezeile Integral ein, wählen die dritte Möglichkeit, die Funktion heißt f, Tab. Der Startwert ist minus 1, Tab, der Endwert ist 3, Enter. Wir sehen, dass das Integral hier als Fläche eingezeichnet wurde und hier steht der numerische Wert. Diesen Befehl Integral kannten wir schon aus dem Tutorial 008. Blenden wir dieses Integral wieder aus und jetzt geben wir in der Eingabezeile nochmal Integral ein, Integral, und zwar um die Stammfunktion von f zu finden. Dazu wählen wir die erste Möglichkeit, geben dann f ein und so wird GeoGebra das unbestimmte Integral von f berechnen, das heißt die Stammfunktion von f.
Die Stammfunktion einer Funktion nennt man auch das unbestimmte Integral dieser Funktion. Wir bestätigen durch Enter und sehen dann im Algebra-Fenster die Stammfunktion von dieser Funktion f und im Geometriefenster sehen wir den Graph dieser Stammfunktion. Jetzt schalten wir die Stammfunktion wieder weg und kommen jetzt zur Taylor-Entwicklung, aber nicht für die Funktion f, sondern für diese Funktion c, für den Cosinus von x. Wir werden jetzt den Cosinus von x an der Zahl pi entwickeln. Dazu geben wir ein Taylor, es ist ja die Taylor-Entwicklung, GeoGebra erkennt den Befehl sofort, er nennt ihn Taylor-Reihe, wir bestätigen diese Auswahl. Wir möchten dieses Mal nicht die Funktion f, sondern diese Funktion c entwickeln, also geben wir hier c ein, tab, dies an der Zahl pi, also geben wir einfach die Buchstaben p und i ein, oder per Tastenkombination Alt P den Buchstaben Pi. Jetzt wieder Tab. Der Grad der Entwicklung kann verknüpft werden mit dem Schieberegler. Dann tun wir das auch, indem wir N eingeben, Enter. Da ist sie, die Taylor-Entwicklung vom Cosinus an der Zahl Pi, wenn N 1 ist. Jetzt stellen wir N auf 2. Da sehen wir die Taylor-Entwicklung der Funktion Cosinus an der Zahl Pi, wenn n 2 ist. Stellen wir n auf 3, da ändert sich nichts. Das ist normal, das ist, weil der Term, wenn n gleich 3 ist, für die Cosinus-Entwicklung gleich 0 ist. Dann stellen wir n auf 4 und wir erkennen hier schon, wie der Graph sich verändert hat. In dem Algebra-Fenster sehen wir den Rest der Entwicklung nicht, also ziehen wir diese Formel einfach rüber ins Geometriefenster, so. Und wenn wir jetzt n vergrößern, dann können wir auch diese Veränderungen algebraisch verfolgen. Ich setze jetzt nochmal n auf 1 zurück und animiere den Schieberegler. Wir beobachten den Graph sowie auch diese Formel. Bei diesem Tutorial habt ihr euch vielleicht die Frage gestellt, wie man per Schieberegler die Farbe von Text einstellen kann. Das geht ganz einfach durch die bedingte Anzeige. In GeoGebra kann man Objekte so einstellen, dass sie nur unter einer gewissen Bedingung angezeigt werden. Das geht so. Rechtsklick auf das Objekt, Eigenschaften, Reiter, Erweitert und hier steht dann Bedingung, um Objekt anzuzeigen. Ich habe hier eingegeben BA gleich 5. BA, so habe ich diesen Schieberegler genannt, BA wie bedingte Anzeige. Im Moment steht der Schieberegler auf 5. Und deshalb wird dieses Objekt angezeigt. Wenn ich den Schieberegler auf 4 stelle, dann wird dieses Objekt angezeigt und dieses ist jetzt wieder blau. Eigentlich sind alle 5 Begriffe einmal blau und einmal magenta eingegeben. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, so sehen wir in den Eigenschaften von diesem Objekt, dass der Schieberegler BA auf 4 steht und nur unter dieser Bedingung wird dieser Magenta-Text, dieser da, angezeigt. Schauen wir nochmal weiter. Okay, ich denke, es ist verstanden. Als Aufgabe dazu schlage ich vor, diese Präsentation vorzubereiten. Schaut.
damit dieses Objekt sich hinter diesem Objekt befindet, aber vor diesem Objekt, stellt man die entsprechende Ansichtsebene ein. Schauen wir für dieses Bild, Rechtsklick, Eigenschaften, erweitert. Hier steht, dass die Ansichtsebene von diesem Bild die vierte ist. Jetzt klicke ich auf dieses Objekt und stelle fest, die Ansichtsebene trägt die Nummer 3. Also 4 steht vor 3. Die Ansichtsebene von diesem Objekt, klick drauf, ist 2. Die Ansichtsebene von diesem ist aber 3. Deshalb steht dieses Objekt vor diesem. So kann man also diesen Effekt erhalten.